Was heißt das konkret zeitgemäße Prüfungskultur? Wie kann es konkret aussehen? Zeitgemäße Prüfungsformate. Es gibt eine Logik, eine Denkhilfe, eine Metapher, die Schieberegler des Instituts für zeitgemäße Prüfungskultur. Wir sprechen mit zwei Leuten, die die mit erfunden haben, mit weiterentwickeln, sehr gut erklären und auch diskutieren können. Das sind Patricia Drewes, sie ist didaktische Leitung am Gymnasium Bethel. Daneben ist sie auch in der Lernausbildung und in der Schulentwicklungsberatung tätig. Außerdem Henrik Haverkamp, Koordinator für eine Kultur der Digitalität am Evangelisch-Stiftlichen Gymnasium in Gütersloh. Ganz herzlichen Dank, dass ihr uns mal mitnimmt auf die Schieberegler, die wir hier auch gleich zeigen werden. Die Schieberegler sind für mich, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Denkinstrument für eure Arbeit. Wie würdet ihr erklären, was sind die Schieberegler, wie funktionieren sie? Die Schieberegler basieren im Prinzip auf der Grundannahme, dass es recht traditionelle Formen der Leistungsbewertung gibt, die sich schon seit vielen Jahrzehnten etabliert haben und dass es jetzt eben auch neuere Formen der oder alternativere Formen der Leistungsbewertung gibt. Und wir haben versucht, sozusagen die Pole mal sozusagen so gegenüberzustellen, und zwar in verschiedenen Bereichen. Das fängt an, zum Beispiel, wenn ich mir die Zeit genauer anschaue, dann ist das bei traditionellen Klassenarbeiten normalerweise immer ja so eine 45- oder 90-minütige Arbeitsphase, wo die Schülerinnen und Schüler eine Klassenarbeit schreiben. Und wenn man mal schaut, dass es ja im Prinzip auch anders gehen könnte, dass es entgrenztere Zeiträume gibt, dann sind das sozusagen die beiden Pole für diese Schieberegler. Oder auch beim Ort. Normalerweise geht man davon aus, dass Klassenarbeiten immer im Klassenraum geschrieben werden. Aber jetzt bei der Corona-Pandemie war es gar nicht möglich, dass Schülerinnen und Schüler in Klassenräumen zusammensitzen und dort schreiben. Und das hat sich eben gezeigt, dass es vielleicht auch ganz andere Orte gibt, wo Schülerinnen und Schüler Klassenarbeiten schreiben können. Das muss nicht unbedingt in der Schule sein, das kann auch zu Hause sein. Oder das können auch unterschiedliche Orte sein. Und so haben wir sozusagen versucht, mal die verschiedenen Dimensionen, die Klassenarbeiten im normalen, herkömmlichen Sinne ausmachen, aufzugliedern und aufzuschlüsseln und mal zu gucken, wie können wir die vielleicht auch anders denken. Wir haben uns dabei so ein bisschen orientiert, auch an den Schiebereglern, die es im Vorfeld gab von Philippe Wampfler, Axel Krommer und Wanda Klee zum Distanzunterricht und haben uns da sozusagen auch Inspiration geholt, zumindest was diese Metapher eben betrifft, und haben es versucht, eben auf Klassenarbeiten und Klausuren mal anzuwenden, durchzudeklinieren. Und das war sozusagen die ursprüngliche Idee für diese Schieberegler. Und jetzt kommen eben noch immer neue Dimensionen hinzu. Und man kann aber diese Schieberegler ganz gut nehmen und kann eben versuchen, diese Schieberegler bei der Konzeption von Klassenarbeiten mal ein Stück weit vielleicht zu den alternativeren Formaten herüber zu schieben, wie so ein DJ an einem Mischpult. Es wäre, glaube ich, falsch zu sagen, wir müssen jetzt alles auf die rechte Seite zu den zeitgemäßeren Formaten rüberschieben. Das würde, glaube ich, zu einer völligen Überforderung der Kolleginnen und Kollegen, aber auch der Schülerinnen und Schüler, die jetzt ja vielleicht jahrzehntelang andere Formate kennengelernt haben, führen. Aber es soll sozusagen die Möglichkeit bieten, zum einen die eigenen Klassenarbeiten nochmal zu reflektieren oder eben auch ins Gespräch zu kommen mit den Fachschaften, oder das auch zu nehmen, um mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Weil die haben meistens noch ganz kreative Ideen, wie sie ihre Kompetenzen nachweisen können. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht alle Menschen, die das Video gucken, DJ-Erfahrung haben. Und generationstechnisch können wir vielleicht alle auch noch was mit so einem Equalizer oder sowas anfangen. Aber für die Leute, die es nicht kennen, Schieberegler heißt ja nicht, dass es ein Schalter, wo ich was sozusagen zwischen Schwarz und Weiß umschalte, sondern wie würdet ihr das jetzt einem vollkommen DJ und Equalizer unerfahrenen Menschen erklären? Das sind ganz fließende Übergänge. Vielleicht kann ich das nach einem Beispiel deutlich machen. Wir hatten in einer 8. Klasse, sollten die Schülerinnen und Schüler einmal sagen, was sie so für Sorgen und Ängste vor Klassenarbeiten haben. Da kamen, fand ich, ganz erstaunliche Ergebnisse bei heraus. Die größte Sorge war nämlich nicht die schlechte Note, sondern die größte Sorge war die Zeitnot. Dass sie es also nicht schaffen, in der begrenzten Zeit fertig zu werden. Wir haben dann gesagt, okay, wir drehen vielleicht mal an diesem Schieberegler Zeit und wir nehmen uns einfach mal mehr Zeit. Wir nehmen uns mal einen halben Schulvormittag Zeit, um diese Klassenarbeit zu schreiben. Und wir gucken mal, ob wir dann vielleicht besser zurechtkommen. Und es war dann so,
dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt nicht über einen längeren Zeitraum, sondern wir haben da einfach mal jetzt eine Stunde zusätzlich reingegeben. Wäre auch möglich, dass man sagt, man macht es eine ganze Woche oder Björn Nölte im Extremfall mit seinem Master or Die macht es ein halbes Jahr lang und gibt den Schülern ein halbes Jahr lang Zeit. Also da sieht man schon, diese Spannbreite ist extrem groß und extrem variabel. Und man kann jetzt auch nicht sagen, was bedeutet denn jetzt, wenn ich den Schieberegler ein Viertel nach rechts rüberschiebe, was hat das jetzt für eine Bedeutung? Das ist viel zu technisch gedacht. Es ist wirklich einfach nur als ein Reflexionsinstrument zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, meine Klassenarbeiten zu flexibilisieren. Aber man kann jetzt nicht sagen, das bedeutet jetzt, wenn ich ihn auf die Mitte gestellt habe, bedeutet es das und das. Also so ist es überhaupt nicht zu verstehen. Sondern es ist einfach nur, man soll darüber nachdenken, was das vielleicht auch für Konsequenzen haben könnte, wenn ich den Schieberegler nicht ganz links habe, da wo ich normalerweise immer habe, sondern wenn ich ihn vielleicht ein Stückchen mal weiter rüber schiebe. Ich habe jetzt verstanden, dass man schon einfach ein Stück weit einen Schieberegler verändern kann, um zu sehen, was passiert dann. Das heißt aber nicht, dass es keinen Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Reglern, die wir hier sehen, gibt, oder? Also es gibt da in der Tat Zusammenhänge. Also ganz einleuchtend ist es sicherlich, wenn ich den Raum verändere, wenn ich den Schülern erlaube, zum Beispiel auch ihre Klassenarbeit zu Hause zu schreiben, dann entfällt natürlich auch die direkte Kontrolle. Da sieht man, glaube ich, ganz gut die Zusammenhänge. Da muss ich halt mehr Vertrauen haben und kann weniger kontrollieren, wenn ich die Schülerinnen und Schüler nicht in der direkten ja, Aufsicht habe. Und da sieht man schon, dass die sicherlich auch zusammenhängen, dass die, wenn ich einen Schieberegler bewege, teilweise eben auch einen anderen Schieberegler mit rüberziehe automatisch. Genau, vielleicht mal noch ein anderes Beispiel zu nehmen, wenn wir jetzt, es haben ja relativ viele Schulen und auch Hochschulen jetzt insbesondere in dem Corona-Winter so Open-Media-Klausuren geschrieben. Und wenn ich jetzt sage, ich lasse Hilfsmittel zu und Schülerinnen und Schüler können einfach beliebig irgendwo das Netz für deklaratives Wissen oder für Wissensbestände nutzen, dann kann ich natürlich die reproduktiven Anteile nicht mehr so hoch bewerten. Das heißt, irgendwie man muss dann weg von geschlossenen Aufgabenformaten hin zu eher offeneren, also zu erwartungsoffeneren und prozessoffeneren Formaten gehen. Und deswegen, wenn man einen Regler anfasst, in der Regel schwingen andere Regler mit. Wir werden in den Videos, die noch zu dieser Reihe gehören, die Schieberegler in jeweils einzelnen Videos vorstellen. Damit man das auch mit dem eigenen Denken verbinden kann, könnt ihr vielleicht als diejenigen, die schon einen Denkvorsprung haben, die das schon kennen, kurz erzählen, wie das bei euch funktioniert hat. Wie haben die Schieberegler sich in euer Denken integriert? Das ist im Prinzip jetzt so ein kleiner Behind the Scenes schon, vielleicht vorweggenommen. Die Schieberegler sind eigentlich eine Erfindung, die sich bei uns sozusagen aus der Situation ergeben hat, dass wir gesagt haben, bei uns in der Schule ist Lernen wichtiger als Prüfen. In Gütersloh hatten wir im Prinzip seit März 2020 gefühlt Dauerlockdown. Als die Schülerinnen und Schüler dann im neuen Schuljahr in die Schule gekommen sind, haben wir gesagt, wir können die jetzt ein halbes Jahr lang keine Klassenarbeiten geschrieben haben, da können wir die nicht mit normalen Klassenarbeiten überfallen, sondern wir müssen uns was anderes überlegen. Und dann war eben die Idee, wir müssen das mit den Schülern zusammen entwickeln. Und darüber sind dann im Prinzip diese Schieberegler auch entstanden, eigentlich aus der Diskussion mit Schülern heraus, wie sehen denn jetzt eigentlich für euch zeitgemäße Prüfungen aus? Und darüber sind dann im Prinzip diese Schieberegler so nach und nach entstanden, natürlich durch Input auch von den Lehrern, aber auch viel Input durch Schülerinnen und Schüler. Und ich wiederhole mich da auch gerne nochmal. Es ist unglaublich gewinnbringend, sich mit Schülern über Klassenarbeiten zu unterhalten, weil die oft viel strenger sind. Also es war zum Beispiel die Frage, im Thema Hilfsmittel, wollen wir auch zulassen, dass man sozusagen telefonieren darf? Und dann haben die Schüler gesagt, wollen wir nicht, weil wenn das zulässig ist und ich rufe meine Eltern an, dann erfahren sie eigentlich nur das, was meine Eltern können und nicht mehr das, was ich kann. Und das haben die dann sozusagen für sich selbst persönlich ausgeschlossen. Und man lernt unglaublich viel, wenn man sich mit den Schülerinnen und Schülern unterhält, die ja die Leidtragenden sozusagen dieser traditionellen Prüfungskultur sind, weil sie einem doch relativ genau sagen können, wovor sie Angst haben und auch, was sie gut finden, aber gar nicht
unbedingt, weil sie eine gute Note haben wollen, sondern weil sie zeigen können wollen, was wirklich in ihnen steckt. Patricia, hast du noch ein Beispiel, wie die Schieberegler in deinem Alltag vorkommen? Also ich habe gerade zurückgedacht, als ich das erste Mal wirklich bewusst mit den Schiebereglern Prüfungen reflektiert habe. Wir sind ja Nachbarkommune von Gütersloh. Wir waren auch gefühlt ewig im Lockdown und hatten eigentlich, die Auflage besteht ja weiterhin. Wir müssen irgendwo Leistung erfassen. Und ich habe dann einfach mal begonnen, also ich habe als zweites Fach Geschichte, in der Oberstufe, ganz konkret einfach, mal Material zuzulassen, also wirklich Open Media zu sagen, irgendwo es gibt Hilfsmittel, jedes Hilfsmittel ist erlaubt und deswegen so der Punkt zu sagen, ich fange erstmal mit einem Schieberegler an und bewege den ein bisschen nach rechts und gucke, was dann passiert. Und so meine sehr faszinierende Erfahrung dabei war, das ist immer sowas, was Schüler sowieso sagen in Geschichte, oh, ich kann mir diese Zahlen alle nicht merken, um Gottes Willen, und ich kriege das alles nicht auf die Reihe, dass plötzlich viel, viel mehr Zeit entstanden ist, um ja zu reflektieren, um ein eigenständiges Sach- und Werturteil zu bilden, was sonst irgendwo immer nur noch hinter dem ganzen reproduktiven Teil irgendwo hinten dran geplanscht wird, nahm plötzlich mehrere Seiten ein, weil man ja irgendwo mit diesen deklarativen Wissensbeständen einmal die abrufen konnte und konnte einfach gucken, was brauche ich dafür irgendwo, beispielsweise um eine Quelle zu kontextualisieren. Und das ist ein Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, das ist etwas, was in jedem Fall erlaubt ist, wenn die Hilfsmittel für alle auch zur Verfügung stehen, alle die gleichen haben. Einfach mal probieren, würde ich sagen, im Alltag. Einfach mal ein paar Zentimeter nach rechts und immer. Meines Erachtens hat es auch ganz viel mit, ja, mit, nicht mit, ach doch, eigentlich hat es sehr viel mit Mut zu tun, irgendwo es erst auszuprobieren auf Klassenebene, dann auf Jahrgangsebene mit Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen und mit Eltern ins Gespräch kommen, ist, glaube ich, auch so ein Faktor, weil die ja auch oft so sehr subjektive Bilder von Unterricht und von Prüfen haben, wenn sich da etwas bewegen soll. Und diese Schieberegler sind auch im Prinzip gar nicht abgeschlossen. Also wir haben jetzt einen ganz gewinnbringenden Austausch mit Felix Winter geführt, der uns auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, gesagt hat, man müsste im Prinzip auch nochmal so ein bisschen so diese Diagnosefunktion von diesen Leistungsüberprüfungsformaten nochmal ins Auge nehmen. Und auch das ließe sich sicherlich als Schieberegler abbilden. Also wir sind da total offen und auch dankbar für weiteren Input. Und das ist sicherlich nicht abgeschlossen, sondern es ist ein offenes System, was jederzeit auch adaptiert werden kann. Wir werden uns zu dritt nochmal zusammensetzen, um ein Video für den Abschluss dieser Videoreihe zu machen. Dazwischen kommen viele Videos zu den einzelnen Reglern. Ganz herzlichen Dank bis hierhin an Patricia Drewes und Hendrik Haberkamp.